Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video dürfen die Küken in das Auslaufgehege vom normalen Hühnerstall, also von den großen Hühnern. So, und sie sind jetzt auch schon gleich draußen. Die Mutter, also Bertha, ist auch natürlich mit dabei. Das andere Huhn Gerda ist so lange draußen im ganz großen Freilauf, da ich einfach noch nicht weiß, wie sie mit den Kleinen so umgeht. Also sie geht jetzt nicht so nett, sag ich mal, mit denen um. Deswegen gerade in der Zeit, wo sie halt noch kleiner sind, lasse ich sie dann lieber noch getrennt. Auf jeden Fall ist Bertha gleich mit den Küken unter den Hühnerstall gegangen. Und da ist natürlich Sand und Erde und lauter, Einstreu, beziehungsweise ja auch Streu für draußen. Also da sieht man so großes, grobes Buchenholzgranulat. Da ist natürlich auch Erde und Sand. Und sie badet da jetzt gleich mal drin. Die Küken sind sich noch nicht so sicher, was sie da überhaupt macht und werden mit Dreck zugeschüttet. Auf jeden Fall tut Bertha ausgiebig baden. Und ja, die Küken sind mit dabei, können sich da ein bisschen so dran gewöhnen. Sie haben da natürlich auch sehr, sehr viel Platz jetzt. Generell ist es jetzt auch so, dass die Küken so circa nach einer Woche in den normalen Hühnerstall umgezogen sind. Also ich mache jetzt doch keine Stalltour mehr vom Kükenstall, denn ja, in dem sind sie jetzt auch gar nicht mehr. Da sind sie immer nur in der ersten Woche, manchmal auch 2 Wochen. Einfach zum Schutz, aber da wir im Moment auch nur ein anderes Huhn haben, also die Gerda, haben wir uns jetzt dafür entschieden, die Hühner wieder in den großen Stall zu tun. Also halt Bertha mit den Küken, einfach auch aus dem Grund, dass Gerda nicht so alleine ist und natürlich haben die Küken da auch viel mehr Platz. Keine Sorge, ansonsten wären sie natürlich auch immer rausgekommen, aber jetzt ist es halt so, dass sie den Tag über hier draußen in dem kleinen Auslauf sind. Wenn ich da bin, lasse ich sie auch in den großen Auslauf, aber halt nur, wenn ich dabei bin. Wie gesagt, wegen Krallvögeln, Katzen oder anderen Raubtieren. Und nachts schlafen sie jetzt auch im großen Hühnerstall. Da habe ich ihnen am Boden einen geschützten Bereich eingerichtet, also wie ein Nest am Boden. Und da schlafen sie dann drin. Also das klappt sehr gut. Deswegen wundert euch nicht, falls es kein Update mehr von dem Kükenstall gibt, beziehungsweise kein Video mehr zu dem Kükenstall. Das liegt einfach daran, dass sie halt jetzt im normalen Hühnerstall sind. Ja, also Bertha hat erstmal, keine Ahnung, 10 oder 15 Minuten gebadet. Also das war jetzt hier das erste Mal, wo die Küken in dem großen, also in dem Auslauf vom normalen Hühnerstall drin waren. Und Bertha hat dann halt erstmal ganz ausgiebig gebadet. Das hat schon eine Weile gedauert. Ich habe nicht die ganze Zeit mitgefilmt. Das hier ist übrigens das kleinste Küken, was auch relativ schnell müde ist. Und das Dunkle ist das älteste, aber eins der kleinsten. Aber das kommt halt auch immer auf die Größe vom Ei an, denn die Küken sind immer so groß, wie das Ei war. Das braune Küken ist ja relativ groß, hat aber auch das größte Ei und somit dann natürlich auch am meisten Platz. Also es ist so, dass das älteste und die 2 jüngsten Küken am kleinsten sind und Nummer 2 und 3 sind die größten. Ich weiß noch nicht, welches Geschlecht sie haben. Man kann zwar vermuten, aber wirklich sicher sagen kann man das erst in mehreren Wochen. Das merkt man auch am Verhalten der Küken, aber wirklich erst so mit 5, 6 Wochen frühestens und zu 100% kann man es erst noch später sagen. Deshalb könnt ihr euch auch merken, die Leute, die diese Küken schreddern, also Küken werden ja manchmal leider geschreddert, beziehungsweise ja, sie sortieren die ja aus, also Hähne und Hennen, und die wissen aber eigentlich noch gar nicht, welches Geschlecht die haben, sondern die vermuten das halt nur
Und dann werden halt auch ganz viele Tiere umsonst getötet. Und generell finde ich das halt einfach nur richtig schlimm. Also, ja, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Es gibt aber ja noch so eine andere Methode. Da wird quasi mit so einem, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber mit irgend so einem Gerät entnimmt man ein bisschen von der Flüssigkeit von dem Ei und dann wird festgestellt, ob da jetzt ein männliches oder ein weibliches Küken drin ist. Also diese Methode finde ich auf jeden Fall besser und sie ist auch sicherer. Also halt besser wie das Kükenschreddern auf jeden Fall. Aber ich glaube, wie das ist sowieso alles besser. Aber generell finde ich es halt auch am schönsten, wenn auch männliche Küken ein normales Leben führen können. Also am schönsten ist es natürlich, wenn man sehr viele Hühner hat und dann einfach ein Gockel oder bei noch größeren Mengen auch zwei oder drei Göckel hat. Und selbst wenn sie getötet werden sollen, finde ich es besser, wenn sie mindestens ein Jahr oder ein halbes Jahr oder halt länger leben können, weil das ist für die Tiere einfach ein viel schöneres und besseres Leben. Ja. So, also jetzt sind sie auch mal woanders im Außengehege. Sie sind jetzt ein bisschen weiter vorne. Und die Mutter tut das ganze Streu verteilen. Das macht die Gerda alleine nicht so arg, aber jetzt, wo die Bertha hier im Freilauf ist, tut sie mal kurz alles umbauen, umgraben, wie auch immer. Und ja, also die Küken sind auf jeden Fall alle auch schon sehr gierig. Also wenn sie etwas findet, dann machen die ja diesen Lockruf. Dann sind auf jeden Fall gleich alle da. Und alle möchten dann diesen Wurm oder was auch immer sie gefunden hat, haben. Ja, also die Kleinen sind hier auch sehr sicher, denn wie ihr sehen könnt, ist der Zaun sehr engmaschig oder wie man das nennt. Also da können sie auf jeden Fall nicht durch, also sie können nicht abhauen. Und auch obendrauf ist ein Netz, dass kein Greifvogel oder keine Katze oder was auch immer reinkommen kann. Also in dem normalen Freilauf vom Hühnerstall sind sie auf jeden Fall sehr sicher. Der große Freilauf hat ja nur einen, also den werde ich euch noch in einem anderen Video mal zeigen. Aber da ist es so, dass wir an einem Teil einen Zaun haben, aber auch so, dass sie auch manchmal überall hinlaufen können, wo sie möchten. Und auch der Zaun, also auch der Bereich vom großen Freilauf, der mit einem Zaun zu ist, ist halt so, dass die Maschen vom Zaun relativ groß sind und dass die Küken da halt durchkommen. Der dient halt aber auch eher dazu, dass keine anderen Tiere reinkommen, der Zaun. Aber ja, deswegen dürfen da die Küken im Moment noch nicht hin oder wenn dann halt nur, dass ich dabei bin. Denn sonst ist das halt zu gefährlich, denn bei uns fliegen sehr viele rote Milane herum. Und halt auch Bussarde und so ein Küken ist dann natürlich schon eine sehr leichte Beute. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Die Küken waren an dem Tag natürlich noch mehrere Stunden im Freilauf, aber natürlich auch im Hühnerstall. Aber ich habe natürlich nicht die ganze Zeit mitgefilmt. Auf jeden Fall war's das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!